Los geht's mit dem Modul Personalmanagement. Bestehend aus Personal und Arbeitsrecht. Hier ein kurzer Einblick in Personal. Die heutige Wirtschaft ist international und vernetzt. Die Personalabteilung arbeitet als Schnittstelle zu anderen Abteilungen und ist wichtiger Kooperationspartner von Führungskräften und MitarbeiterInnen. Da Unternehmensstandorte auf verschiedenen Kontinenten verteilt sein können, ist es wichtig, die Personalabteilung auch international gut aufzustellen. Genauso vielfältig wie das Betätigungsfeld des Unternehmens ist das Aufgabenfeld der Personalabteilung. Fast alle Unternehmensabteilungen sind dort vereint, zum Beispiel Marketing, Beschaffung, Entwicklung und Controlling. Somit bereitet das Modul auf alle Kernbereiche der Unternehmensaufgaben vor. Entlang der Personalwertschöpfungskette, vom Einstieg in das Unternehmen bis zum Ausstieg aus dem Unternehmen, beleuchten wir alle wesentlichen Aufgaben der Personalabteilung. In der Vorlesung wechseln wir ab zwischen theoretischen Inhalten, Gruppenarbeiten und Austausch mit ausgewählten FachexpertInnen. Wir schauen uns nicht nur die Aufgaben der Personalabteilung an, sondern diskutieren auch über eure eigenen Erfahrungen mit Bewerbung und Stellensuche. Wichtig zu berücksichtigen sind auch arbeitsrechtliche Fragen. Daher wird dieses Fach parallel gelehrt. Hier noch ein paar Fakten zum Modul. In welchem Semester kannst du es studieren? Im dritten oder im vierten Semester, wenn du schon ein paar Grundlagen Betriebswirtschaft erworben hast. Es findet in jedem Semester statt und auf jeden Fall vor dem Pflichtauslandssemester. Welche Prüfungsleistung musst du absolvieren? Eine Klausur bestehend aus Personal- und Arbeitsrecht, die insgesamt 90 Minuten dauert und in zwei Teile a 45 Minuten gegliedert ist. Was lernst du? Die Rolle der Personalabteilung im Unternehmen und dessen Aufgaben kennen. Worauf bereitet dich das Modul vor? Auf eine spätere Tätigkeit in der Personalabteilung, auf deine zukünftige Rolle als Unternehmer oder Unternehmerin oder Angestellte, Angestellter sowie auf eine potenzielle Führungsfunktion. Wir freuen uns auf dich in unserer Vorlesung. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.